Nase. Geil, man sieht nur Nase. Wie man sich nur Nase? Ich muss jetzt hier raus. Jindo Berek, meine Freunde, heute mache ich ein kleines Interview. Meine Freundin interviewt mich, sag mal hallo. 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 Ja, damit ihr so mich ein bisschen kennenlernt, ist das und so, kriegt ihr einen kleinen Einblick, so, ja, starten wir einfach mal rein, ne? Dann hauen wir raus. Okay, erste Frage, wie alt bist du? Ich bin 22. Wie bist du auf YouTube gekommen? Wie bin ich auf YouTube gekommen? Keine Ahnung, ich habe YouTube einfach geguckt so und hatte Bock drauf. Eigentlich so hauptsächlich wegen Flying Uwe, weil, ich weiß nicht, er macht, fährt vier Firmen und macht YouTube noch auf zwei Kanälen, das ist einfach heftig. Deswegen einfach so. Als was arbeitest du? Ich bin gelernter Speditionskaufmann, habe eine abgeschlossene Ausbildung und bin in meinem Ausbildungsbetrieb noch tätig. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Polnisch und Deutsch. In der Schule habe ich mal, ich glaube, zwei oder drei Jahre lang Spanisch gelernt. Also ich kann auch ein bisschen Spanisch, so Hola, buenos dias, como estas? Und Englisch auch natürlich, ne? Okay, was ist deine Lieblingsfarbe? Habe ich eigentlich nicht. Ich habe nur so schwarz-weiß. Okay. Also Kontrast halt. Was ist dein größter Traum bzw. Wunsch? Mein größter Traum? Oder mein Wunsch, mein größter Wunsch ist eigentlich, dass meine Familie erstmal gesund bleibt, dass ich gesund bleibe, das ist mein größter Wunsch. Und mein größter Traum, habe ich einen größten Traum? Keine Ahnung, also einen größten Traum, ich habe echt keinen größten Traum, so weiß ich nicht. Ich habe viele Träume, aber keinen größten Traum. Okay. Sind zukünftige Projekte geplant? Ja, unser Umzug, aber mehr nicht. Unser Umzug. Ich ziehe in einem Monat mit meiner Freundin zusammen in eine neue Butze. Ja, Mann. Ja. Okay. Bist du ein Morgenmuffel? Ja. Ich schlafe unnormal gerne. Auch mal, keine Ahnung, 15 Stunden am Stück oder so. Aber zukünftig will ich jetzt wegen YouTube versuchen, ein bisschen früher aufzustehen. Ob das klappt, ist eine andere Sache. Okay. Wie motivierst du dich? Wie ich mich motiviere, keine Ahnung. Ich mache einfach so. Ich habe eigentlich keine Motivation. Keine Ahnung. Okay. Was ist dein Lieblings-Call of Duty? Mein Lieblings-Call of Duty ist MW3. Okay. Was guckst du in meine Kamera an? Dein Lieblings-Sniper? Meine Lieblings-Sniper ist die MSR zum Snipen und die Intervention zum Trickshotten. Wie viel Akku habe ich noch? 5%. Kommt das da nicht an? Okay. Weiter geht's! Weiter geht's! Hast du die Frage schon beantwortet? Welche Frage? Ja, Lieblingssniper. Ja, MSR in MW3 und zum Trickshotten von MW2 die Intervention. Okay. Dein Lieblings-YouTuber? Mein Lieblings-YouTuber? Was Call of Duty angeht, mein Lieblings-YouTuber ist eigentlich Haptic Rush, ist mein Lieblings-YouTuber, was COD angeht und was so Vlogs angeht, ist das Flying Uwe und anime-technisch ist das der One Piece-Theoretiker. Dein Lieblings-Anime? Ja, perfekt. Mein Lieblings-Anime ist One Piece, ganz klar. An zweiter Stelle ist Naruto und an dritter Stelle ist Fairy Tail oder wie heißt das andere nochmal? Toll. X-Hunter? Hunter x Hunter, genau, stimmt. Okay, Netflix oder Amazon Prime? Netflix, hey. McDonald's oder Burger King? Burger King. Lieblingsessen? Ach du Kacke. Kommt jetzt doof, weil die meisten das nicht kennen, aber das ist eine Gurkensuppe von meiner Oma. Scheiße. Toll nicht. Ich denke, ich bin behindert. Gurkensuppe. Ja gut, Gurkensuppe. Sag mal was auf Polnisch. Dzień dobry, meine Freunde. Nein, was soll ich auf Polnisch sagen? Weiß nicht. Stell dich auf Polnisch vor. Witam, jestem Niko, mam 22 lat i się urodziłem w Lubece. Also ich habe gerade gesagt, hallo, ich bin Niko. Ich bin 22 Jahre alt und komme aus Lübeck.
Nein, ich habe gesagt, ich bin geboren in Lübeck, sorry. Was sind deine Hobbys? Call of Duty zocken, Vlogs aufnehmen zurzeit und jeden Freitag gehe ich auch zum Fußball. Also ist mein Hobby Fußball. Okay. Was magst du gar nicht? Was ich gar nicht mag? Was mag ich gar nicht? Also allgemein jetzt, ne? Nicht essen, sondern irgendwas ja, allgemein. Was du gar nicht magst, gar nicht auch kannst. Verräter mag ich halt überhaupt nicht. So, die einem erstmal mit einem gut waren und so. Und man hat demjenigen nichts getan und dann sagt er so, ja, voll der Hässliche hinterm Rücken. So. Das mag ich gar nicht. Was hast du zuletzt gegessen und wenn hat es dir geschmeckt? Ich weiß ja noch ganz genau, was ich als letztes gegessen habe, weil ich habe hier so eine schöne Box unter meiner Kamera. Da sind nur Süßigkeiten drin und ich habe als letztes ein Kinder-Schokobon im Weiß gegessen. Hat's geschmeckt? Hat richtig geschmeckt, wild. Okay, das ist so. Was? Ist es dir peinlich, auf Klo zu gehen, wenn es jemand hört? Ob es mir peinlich ist, auf Klo zu gehen, wenn es jemand hört? Was? Nö. Einmal drauf losscheißen. Dick den Schiss ziehen. Okay, los. Alles klar. Wohin möchtest du mal reisen? Miami auf jeden Fall. Ich weiß nicht warum, aber seitdem ich klein bin, habe ich, glaube ich, zu viel CSI in Miami geguckt und seitdem will ich nach Miami. Okay. Die nächste Frage ist eine sehr gute Frage. Hast du ein Gehirn? Ob ich ein Gehirn habe? Nee. Nee? Kommt alles aus dem Arschloch, die Intelligenz. Welche Intelligenz? Okay. Aua, das hat wehgetan. Okay, mal weiter. Okay, was sind deine Ziele auf YouTube? Meine Ziele auf YouTube? Also erstmal versuche ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Videos die Woche rauszubringen. Das ist jetzt erstmal mein nächstes Ziel. Okay. Wie lange kackst du im Durchschnitt? Hä, was ist das? Wie lange kacke ich im Durchschnitt? Im Durchschnitt scheiße ich. Keine Ahnung, 10 Minuten, manchmal auch 30 Minuten. Kommt an, ob ich Durchfall habe oder nicht. Whisky oder Wodka? Wodka, aber so, keine Ahnung, so nach 3-4 Monaten habe ich auch mal Bock auf Whisky, safe. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo! Beste Serie? Also alles, ne? Die allerbeste Serie, die existiert, ja? Ja. Boah, das ist schwierig. Ja, für dich beste Serie. Ja, das ist halt schwierig, keine Ahnung. Die allerbeste Serie, die existiert. Es gibt viele geile. Prison Break, Blacklist. Welche ist denn noch so richtig geil? Die allerbeste. Welche gibt's noch? Was wir mal geguckt haben auf Netflix. How. Nein, die ist nicht so. Die gehört nicht zu den besten, safe nicht. Ja, egal. Prison Break, The Blacklist. Die sind auf jeden Fall krank. Okay. Gut, dann kommen wir zur allerletzten Frage. Was ist besser, Glatze oder keine Haare? Glatze. Nein, das ist das Gleiche. Aber Glatze hört sich geil an. Okay. Und Grüße gehen raus an Gündi.